EA-Po Productions liest Karl May durch die Wüste. Heute Kapitel 1 Abu el-Nasser, ein Todesritt. Und es ist wirklich wahr, Sidi, dass du ein Giaur bleiben willst? Ein Ungläubiger, welcher verächtlicher ist als ein Hund, widerlicher als eine Ratte, die nur Verfaultes frisst? Ja. Effendi, ich hasse die Ungläubigen und gönne es ihnen, dass sie nach ihrem Tode in die Gehenna kommen, wo der Teufel wohnt. Aber dich möchte ich retten vor dem ewigen Verderben, welches dich ereilen wird, wenn du dich nicht zum Iqra bil-Lisan, zum heiligen Zeugnisse bekennst. Du bist so gut, so ganz anders als andere Sidis, denen ich gedient habe, und darum werde ich dich bekehren. Du magst wollen oder nicht. So sprach Halef, mein Diener und Wegweiser, mit dem ich in den Schluchten und Klüften des Jebel Auris herumgekrochen und dann nach dem Dra el Hawa hinuntergestiegen war, um über den Jabal Tafaui nach Sedada, Chris und Gasche zu kommen, von welchen Orten aus ein Weg über den berüchtigten Schotscherit nach Fitnasa und Gibili führt. Halef war ein eigentümliches Kerlchen. Er war so klein, dass er mir kaum bis unter die Arme reichte, und dabei so hager und dünn, dass man hätte behaupten mögen, er habe ein volles Jahrzehnt zwischen den Löschpapierblättern eines Herbariums in fortwährender Pressung gelegen. Und dabei verschwand sein Gesichtchen vollständig unter einem Turban, der 3 volle Fuß im Durchmesser hatte, und sein einst weiß gewesener Burnus, welcher jetzt in allen möglichen Fett und Schmutznuancen schimmerte, war jedenfalls für einen weit größeren Mann gefertigt worden, so dass er ihn, sobald er vom Pferde gestiegen war und nun gehen wollte, empornehmen musste, wie das Reitkleid einer Dame. Aber trotz dieser äußeren Unansehnlichkeit musste man allen Respekt vor ihm haben. Er besaß einen ungemeinen Scharfsinn, viel Mut und Gewandtheit und eine Ausdauer, welche ihn die größten Beschwerden überwinden ließ. Und da er auch außerdem alle Dialekte sprach, welche zwischen dem Wohnsitze der Uelat, Buseba, und den Nilmündungen erklingen, so kann man sich denken, dass er meine vollste Zufriedenheit besaß, so dass ich ihn mehr als Freund denn als Diener behandelte. Eine Eigenschaft besaß er nun allerdings, welche mir zuweilen recht unbequem werden konnte. Er war ein fanatischer Muselmann und hatte aus Liebe zu mir den Entschluss gefasst, mich zum Islam zu bekehren. Eben jetzt hatte er wieder einen seiner fruchtlosen Versuche unternommen, und ich hätte lachen können, so komisch sah er dabei aus. Ich ritt einen kleinen, halbwilden Berberhengst, und meine Füße schleiften dabei fast am Boden. Er aber hatte sich, um seine Figur zu unterstützen, eine alte, dürre, aber himmelhohe Hasifat-Schahnstute ausgewählt und saß also so hoch, dass er zu mir herniederblicken konnte. Während der Unterhaltung war er äußerst lebhaft. Er wedelte mit den bügellosen Beinen, gestikulierte mit den dünnen braunen Ärmchen und versuchte, seinen Worten durch ein so lebhaftes Mienenspiel Nachdruck zu geben, dass ich alle Mühe hatte, ernst zu bleiben. Als ich auf seine letzten Worte nicht antwortete, fuhr er fort: »Weißt du, Sidi, wie es den Giaurs nach ihrem Tode ergehen wird?« »Nun?« »Nach dem Tode kommen alle Menschen, sie mögen Muslimen, Christen, Juden oder etwas anderes sein, in den Barsak.« »Das ist der Zustand zwischen dem Tode und der Auferstehung?« »Ja, Sidi. Aus ihm werden sie alle mit dem Schall der Posaunen erweckt, denn El-Yaum, El-Akbar, der jüngste Tag, und El-Akirit, das Ende, sind gekommen, wo dann alles zugrunde geht, außer El-Kurs, der Sessel Gottes, El-Ru, der Heilige Geist, El-Lauh el-Mahfuz und El-Kalam, die Tafel und die Feder der göttlichen Vorherbestimmung.« »Weiter wird nichts mehr bestehen?« »Nein.« »Aber das Paradies und die Hölle?« »Sidi, du bist klug und weise. Du merkst gleich, was ich vergessen habe, und daher ist es ja mal schade, dass du ein verfluchter Giaur bleiben willst. Aber ich schwöre es bei meinem Bart, dass ich dich bekehren werde. Du magst wollen oder nicht.« Bei diesen Worten zog er seine Stirn in 6 drohende Falten, zupfte sich an den 7 Fasern seines Kinnes, zatt an den 8 Spinnenfäden rechts und an den 9 Partikeln links von seiner Nase, summa summarum Bart genannt, schlenkerte die Beine unternehmen in die Höhe und fuhr mit der freien anderen Hand der Stute so kräftig in die Mähne, als sei sie der Teufel, dem ich entrissen werden sollte. Das so grausam aus seinem Nachdenken gestörte Tiere machte einen Versuch, vorn emporzusteigen.
besann sich aber sofort auf die Ehrwürdigkeit seines Alters und ließ sich in seinem Gleichmut stolz zurückfallen. Aleph aber setzte seine Rede fort. »Ja, Janet, das Paradies, und Gehenna, die Hölle, müssen auch mitbleiben, denn wohin sollten die Seligen und die Verdammten sonst kommen? Vorher aber müssen die Auferstandenen über die Brücke Sirat, welche über den Teich Hand führt und so schmal und scharf ist wie die Schneide eines gut geschliffenen Schwertes.« »Du hast noch eins vergessen.« »Was?« »Das Erscheinen des Jedel.« »Wahrhaftig, Sidi, du kennst den Koran und alle heiligen Bücher und willst dich nicht zur wahren Lehre bekehren. Aber trage nur keine Sorge, ich werde einen gläubigen Moslem aus dir machen. Also vor dem Gerichte wird sich der Jedel zeigen, den die Giaus den Antichrist nennen, nicht wahr, Effendi?« »Ja.« »Dann wird über jeden das Buch Kitab aufgeschlagen, in welchem seine guten und bösen Tage verzeichnet stehen, und der Hisab gehalten, die Musterung seiner Handlungen, welche über 50.000 Jahre währt, eine Zeit, welche den Guten wie ein Augenblick vergehen, den Bösen aber wie eine Ewigkeit erscheinen wird. Das ist das Hukum, das Abwiegen aller menschlichen Taten.« »Und nachher?« »Nachher folgt das Urteil. Diejenigen mit überwiegenden guten Werken kommen in das Paradies, die ungläubigen Sünder aber in die Hölle, während die sündigen Muslime nur auf kurze Zeit bestraft werden. Du siehst also, Sidi, was dein erwartet, selbst wenn du mehr gute als böse Taten verrichtest. Aber du sollst gerettet werden, du sollst mit mir in das Jannet, in das Paradies kommen, denn ich werde dich bekehren, du magst wollen oder nicht.« Und wieder strampelte er bei dieser Versicherung so energisch mit den Beinen, dass die alte Hasifatschan-Stute ganz verwundert die Ohren spitzte und mit den großen Augen nach ihm zu schielen versuchte. »Und was hat meiner in eurer Hölle?« frug ich ihn. »In der Gehenna brennt das Nar, das ewige Feuer. Dort fließen Bäche, welche so sehr stinken, dass der Verdammte trotz seines glühenden Durstes nicht aus ihnen trinken mag. Und dort stehen fürchterliche Bäume, unter ihnen der schreckliche Baum Zakum, auf dessen Zweigen Teufelsköpfe wachsen.« »Ja, Sidi, es ist schauderhaft. Der Beherrscher der Gehenna ist der Strafengel Tarek. Sie hat 7 Abteilungen, zu denen 7 Tore führen. In Gehenem, in der ersten Abteilung, müssen die sündhaften Muslime büßen, solange bis sie gereinigt sind. Lada, die 2. Abteilung, ist für die Christen. Rotama, die 3. Abteilung, für die Juden. Zair, die 4. für die Sabier. Saka, die 5. für die Magier und Feueranbeter. Und Gehem, die 6. für alle, welche Götzen oder Fetische anbeten. Zaoviat aber, die 7. Abteilung, welche auch Dag Asphal genannt wird, ist die allertiefste und fürchterlichste. Sie wird alle Heuchler aufnehmen. In allen diesen Abteilungen werden die Verdammten von bösen Geistern durch Feuerströme geschleppt, und dabei müssen sie vom Baume Zakum die Teufelsköpfe essen, welche dann ihre Eingeweide zerbeißen und zerfleischen. Oh, Effendi, bekehre dich zum Propheten, damit du nur kurze Zeit in der Gehenna zu stecken brauchst.« Ich schüttelte den Kopf und sagte, »Dann komme ich in unsere Hölle, welche ebenso entsetzlich ist wie die eurige.« »Glaube dies nicht, Sidi. Ich verspreche dir beim Propheten und allen Kalifen, dass du in das Paradies kommen wirst. Soll ich es dir beschreiben?« »Tu es.« »Der Jannet liegt über den 7 Himmeln und hat 8 Tore. Und zuerst kommst du an den großen Brunnen Havus Kesar, aus welchem Hunderttausende Selige zugleich trinken können. Sein Wasser ist weißer als Milch, sein Geruch köstlicher als Moschus und Myrrha, und an seinem Rande stehen Millionen goldener Trinkschalen, welche mit Diamanten und Steinen besetzt sind. Dann kommst du an Orte, wo die Seligen auf golddurchwirkten Kissen ruhen. Sie erhalten von unsterblichen Jünglingen und ewig jungen Huris köstliche Speisen und Getränke. Ihr Ohr wird ohne Aufhören von den Gesängen des Engels Israfil entzückt und von den Harmonien der Bäume, in denen Glocken hängen, welche ein von Throne Gottes gesendeter Wind bewegt. Jeder Selige ist 60 Ellen lang und immerfort grad 30 Jahre alt. Unter allen Bäumen aber ragt hervor ein Tuba, der Baum der Glückseligkeit, dessen Stamm im Palaste des großen Propheten steht und dessen Äste in die Wohnungen der Seligen reichen, wo an ihnen alles hängt, was zur Seligkeit erforderlich ist. Aus den Wurzeln des Baumes Tuba entspringen alle Flüsse des Paradieses, in denen Milch, Wein, Kaffee und Honig strömt.« Trotz der Sinnlichkeit dieser Vorstellung musste ich bemerken, dass Mohammed aus der christlichen Anschauung geschöpft und dieselbe für seine Nomadenorden umgemodelt hat.
Aleph blickte mich jetzt mit einem Gesichte an, in welchem sehr deutlich die Erwartung zu lesen war, dass mich seine Beschreibung des Paradieses überwältigt haben würde. »Nun, was meinst du jetzt?« frug er, als ich schwieg. »Ich will dir aufrichtig sagen, dass ich nicht 60 Ellen lang werden mag. Auch mag ich von den Huris nichts wissen, denn ich bin ein Feind aller Frauen und Mädchen.« »Warum?« frug er ganz erstaunt. »Weil der Prophet sagt, das Weibes Stimme ist wie der Gesang des Bülbül, aber ihre Zunge ist voll Gift wie die Zunge der Nutter. Hast du das noch nicht gelesen?« »Ich habe es gelesen.« Er senkte den Kopf. Ich hatte ihn mit den Worten seines eigenen Propheten geschlagen. Dann frug er mit etwas weniger Zuversichtlichkeit, »Ist nicht trotzdem unsere Seligkeit schön? Du brauchst ja keine Huri anzusehen.« »Ich bleibe ein Christ.« »Aber es ist ja nicht schwer zu sagen, La illa illa Allah, wer Mohammed Rasul Allah.« »Ist es schwerer zu beten, ja Abana Ilezi Fis Simavati, ja Tahadis Smaka?« Er blickte mich zornig an. »Ich weiß es wohl, dass Isa ben Mariam, den ihr Jesus nennt, euch dieses Gebet gelehrt hat. Ihr nennt es das Vaterunser. Du wirst mich stets zu deinem Glauben bekehren, aber denke nur nicht daran, dass du mich zu einem Abtrünnigen vom Tauhid, dem Glauben an Allah, machen wirst.« Ich hatte schon mehrmals versucht, seinen Bekehrungsversuche den meinigen entgegenzustellen. Zwar war ich von der Furchtlosigkeit desselben vollständig überzeugt, aber es war das einzige Mittel, ihn zum Schweigen zu bringen. Das bewährte sich auch jetzt wieder. »So lass mir meinen Glauben, wie ich dir den deinigen lasse.« Er knurrte auf diese meine Worte etwas vor sich hin und brummte dann, »Aber ich werde dich dennoch bekehren. Du magst wollen oder nicht, und das muß mir gelingen, denn du hast ja auch einen Tesbi, einen Rosenkranz umhängen. Was ich einmal will, das will ich, denn ich bin der Hadschi Halef Omar ben Hadschi Abul Abbas ibn Hadschi Davud al-Ghassara.« »Du bist also der Sohn Abul Abbas, des Sohnes Davud al-Ghassara?« »Ja.« »Und beide waren Pilger?« »Ja.« »Auch du bist ein Hadschi?« »Ja.« »So waren ihr alle drei in Mekka und habt die heilige Kaaba gesehen?« »Davud al-Ghassara nicht.« »Ah, und dennoch nennst du ihn einen Hadschi?« »Ja, denn er war einer. Er wohnt am Djebel Shurshum und machte sich als Jüngling auf die Pilgerreise. Er kam glücklich über El-Juf, das man den Leib der Wüste nennt, dann aber wurde er krank und musste am Brunnen Trasa zurückbleiben. Dort nahm er ein Weib und starb, nachdem er seinen Sohn Abul Abbas gesehen hatte. Ist er nicht ein Hadschi, ein Pilger zu nennen?« »Hm, aber Abul Abbas war in Mekka?« »Nein.« »Und auch er ist ein Hadschi?« »Ja, er trat die Pilgerfahrt an und kam bis in die Ebene Atma, wo er zurückbleiben musste.« »Warum?« »Er erblickte da Amare, die Perle von Junet, und liebte sie. Amare wurde sein Weib und gebar ihm Halef Omar, den du hier neben dir siehst. Dann starb er. War er nicht ein Hadschi?« »Hm, aber du selbst warst in Mekka.« »Nein.« »Und nennst dich dennoch einen Pilger?« »Ja. Als meine Mutter tot war, begab ich mich auch auf die Pilgerschaft. Ich zog den Aufgang und Niedergang der Sonne. Ich ging nach Mittag und nach Mitternacht. Ich lernte alle Oasen der Wüste und alle Orte Ägyptens kennen. Ich war noch nicht in Mekka, aber ich werde noch dorthin kommen. Bin ich also nicht ein Hadschi?« »Hm, ich denke nur, wer in Mekka war, darf sich einen Hadschi nennen.« »Eigentlich ja, aber ich bin nur auf der Reise dorthin.« »Möglich, doch du wirst auch irgendwo eine schöne Jungfrau finden und bei ihr bleiben. Deinem Sohne wird es ebenso gehen, denn dies scheint euer Kismet zu sein, und dann wird nach 100 Jahren dein Urenkel sagen, ich bin Hadschi Mustafa ben Hadschi Ali Asbet ibn Hadschi Said el-Hamza ben Hadschi Shehab Tufail ibn Hadschi Halef Omar ben Hadschi Abul Abbas ibn Hadschi Davud al-Ghassara. Und keiner von all diesen 7 Pilgern wird Mekka gesehen haben und ein echter, wirklicher Hadschi geworden sein. Meinst du nicht?« So ernst er sonst war, er musste dennoch über diese kleine, unschädliche Manies lachen. Es gibt unter den Mohammedanern sehr, sehr viele, die sich, besonders den Fremden gegenüber, als Hadschi gebärden, ohne die Kaaba gesehen, den Lauf zwischen Safa und Merwe vollbracht zu haben, in Arafah gewesen und in Mina geschoren und rasiert worden zu sein. Mein guter Halef fühlte sich geschlagen, aber er nahm es mit guter Miene hin. »Sidi«, frug er kleinlaut, »wirst du es ausplaudern, dass ich noch nicht in Mekka war?«
Ich werde nur dann davon sprechen, wenn du wieder anfängst, mich zum Islam zu bekehren. Sonst aber werde ich schweigen. Doch schau, sind das nicht Spuren im Sande? Wir waren schon längst in das Wadi Tafawi eingebogen und jetzt an eine Stelle desselben gekommen, an welche der Wüstenwind den Flugsand über die hohen Felsenufer hinabgetrieben hatte. In diesem Sande war eine sehr deutliche Fährte zu erkennen. »Hier sind Leute geritten«, meinte Halef unbekümmert. »So werden wir absteigen, um die Spur zu untersuchen.« Er blickte mich fragend an. »Sidi, das ist überflüssig. Es ist genug zu wissen, dass Leute hier geritten sind. Weshalb willst du die Hufspuren untersuchen?« »Es ist stets gut zu wissen, welche Leute man vor sich hat.« »Wenn du alle Spuren, welche du findest, untersuchen willst, so wirst du unter zwei Monden nicht nach Sidala kommen. Was gehen dich die Männer an, die vor uns sind?« »Ich bin in fernen Ländern gewesen, in denen es viel Wildnis gibt und wo sehr oft das Leben davon abhängt, dass man alle Darb und Etar, alle Spuren und Fährten genau betrachtet, um zu erfahren, ob man einem Freunde oder einem Feinde begegnet.« »Hier wirst du keinem Feinde begegnen, Effendi.« »Das kann man nicht wissen.« Ich stieg ab. Es waren die Fährten dreier Tiere zu bemerken, eines Kamels und zweier Pferde. Das erste war jedenfalls ein Reitkamel, wie ich an der Zierlichkeit seiner Hufeindrücke bemerkte. Bei genauer Betrachtung fiel mir eine Eigentümlichkeit der Spuren auf, welche mich vermuten ließ, dass das eine der Pferde an dem Hahnentritte leide. Dieses musste meine Verwunderung erregen, da ich mich in einem Lande befand, dessen Pferdereichtum zur Folge hat, dass man niemals Tiere reitet, welche mit diesem Übel behaftet sind. Der Besitzer des Rosses war entweder kein oder ein sehr armer Araber. Halef lächelte über die Sorgfalt, mit welcher ich den Sand untersuchte, und frug, als ich mich wieder emporrichtete, »Was hast du gesehen, Sidi?« »Es waren zwei Pferde und ein Kamel.« »Zwei Pferde und ein Djemel. Allah segne deine Augen. Ich habe ganz dasselbe gesehen, ohne dass ich von meinem Tiere zu steigen brauchte. Du wirst ein Taleb sein, ein Gelehrter, und tust auch Dinge, über welche ein Hamar, ein Eselstreiber, lachen würde. Was hilft dir nun der Schatz des Wissens, den du hier gehoben hast?« »Ich weiß nun zunächst, dass die drei Reiter vor ungefähr 4 Stunden hier vorübergekommen sind.« »Wer gibt dir etwas für diese Weisheit? Ihr Männer aus Belad el-Rumi, aus Europa, seid sonderbare Leute.« Er schnitt bei diesen Worten ein Gesicht, von welchem ich das tiefste Mitleid lesen konnte, doch zog ich es vor, schweigend unseren Weg fortzusetzen. Wir folgten der Fährte wohl 1 Stunde lang, bis wir da, wo das Wadi eine Krümmung machte, und wir nun um eine Ecke bogen und willkürlich unsere Pferde anhielten. Wir sahen 3 Geier, welche nicht weit vor uns hinter einer Sanddüne hockten und sich bei unserem Anblick mit heißerem Schreien in die Lüfte erhoben. »El Bütschi, der Bartgeier«, meinte Halef. »Wo er ist, da gibt es ganz sicher ein Aas.« »Es wird dort irgendein Tier verendet sein«, antwortete ich, indem ich ihm folgte. Er hatte sein Pferd rascher vorwärts getrieben, so daß ich hinter ihm zurückgeblieben war. Kaum hatte er die Düne erreicht, so hielt er mit einem Rucke still und stieß einen Ruf des Schreckens aus. »Maschallah, Wunder Gottes, was ist das? Ist das nicht ein Mensch, Sidi, welcher hier liegt?« Ich mußte allerdings bejahend antworten. Es war wirklich ein Mann, welcher hier lag und an dessen Leichnam die Geier ihre schauderhaftes Mahl gehalten hatten. Schnell sprang ich vom Pferde und kniete bei ihm nieder. Seine Kleidung war von den Krallen der Vögel zerfetzt, aber lange konnte dieser Unglückliche noch nicht tot sein, wie ich bei der Berührung sofort fühlte. »Allah Kerim, Gott ist gnädig. Sidi, ist dieser Mann eines natürlichen Todes gestorben?« frug Halef. »Nein, siehst du nicht die Wundermals und das Loch im Hinterhaupte? Er ist ermordet worden.« »Allah verderbe den Menschen, der dies getan hat. Oder sollte der Tote in einem ehrlichen Kampfe gefallen sein?« »Was nennst du einen ehrlichen Kampf? Vielleicht ist er das Opfer einer Blutrache. Wir wollen seine Kleider untersuchen.« Halef half dabei. Wir fanden nicht das Geringste, bis mein Blick auf die Hand des Toten fiel. Ich bemerkte einen einfachen Goldreif von der gewöhnlichen Form der Trauringe und zog ihn ab. In seine innere Seite war klein, aber deutlich eingegraben E.P. 15. Juliet 1830. »Was findest du?« frug Halef. »Dieser Mann ist kein Benarab.« »Was sonst?« »Ein Franzose.« »Ein Franke? Ein Christ? Woran willst du dies erkennen?« »Wenn ein Christ sich ein Weib nimmt, so tauschen beide je einen Ring, in welchen der Name und der Tag eingegraben ist, an dem die Ehe geschlossen wurde.
Und dies ist ein solcher Ring? Ja. Aber woran erkennst du, dass der Tote zu dem Volke der Franken gehört? Er könnte doch ebenso gut von den Inglis oder den Nemsi stammen, zu denen du auch gehörst. Es sind französische Zeichen, welche ich hier lese. Er kann dennoch zu einem anderen Volke gehören. Meinst du nicht, Effendi, dass man einen Ring finden oder auch stehlen kann? Das ist wahr, aber siehe das Hemd, welches er unter seiner Kleidung trägt. Es ist dasjenige eines Europäers. Wer hat ihn getötet? Seine beiden Begleiter. Siehst du nicht, dass der Boden hier aufgewühlt ist vom Kampfe? Bemerkst du nicht, dass... Ich hielt mitten im Satze inne. Ich hatte mich aus meiner knienden Stellung erhoben, um den Boden zu untersuchen, und fand nicht weit von der Stelle, an welcher der Tote lag, den Anfang einer breiten Blutspur, welche sich seitwärts zwischen die Felsen zog. Ich folgte ihr mit schussbereitem Gewehre, da die Mörder sich leicht noch in der Nähe befinden konnten. Noch war ich nicht weit gegangen, so stieg mit lautem Flügelschlage ein Geier empor, und ich bemerkte an dem Orte, von welchem er sich erhoben hatte, ein Kamel liegen. Es war tot. In seiner Brust klaffte eine tiefe, breite Wunde. Halef schlug die Hände bedauernd ineinander. »Ein grausames Hedjin, ein graues Tuareg-Hedjin, und diese Mörder, diese Schurken, diese Hunde haben es getötet.« Es war klar, er bedauerte das prächtige Reittier viel mehr als den toten Franzosen. Als echter Sohn der Wüste, dem der geringste Gegenstand kostbar werden kann, beugte er sich nieder und untersuchte den Sattel des Kamels. Er fand nichts, die Taschen waren leer. »Die Mörder haben bereits alles hinweggenommen, Sidi. Mögen sie in aller Ewigkeit in der Gehenna braten. Nichts, gar nichts haben sie zurückgelassen als das Kamel und die Papiere, welche dort im Sande liegen.« Durch diese Worte aufmerksam gemacht, bemerkte ich in einer Entfernung von uns allerdings einige mit den Händen zusammengeballte und wohl als unnütz weggeworfene Papierstücke. Sie könnten mir vielleicht einen Anhaltspunkt bieten, und ich ging, um sie aufzuheben. Es waren mehrere Zeitungsbogen. Ich glättete die zusammengeknitterten Fetzen und passte sie genau aneinander. Ich hatte zwei Seiten der Vigie Algérienne und ebenso viel von der Independent und der Machona in den Händen. Das erste Blatt erscheint in Algier, das zweite in Konstantin und das dritte in Guelma. Trotz dieser örtlichen Verschiedenheit bemerkte ich bei näherer Prüfung eine mir auffällige Übereinstimmung bezüglich des Inhaltes der drei Zeitungsfetzen. Sie enthielten nämlich alle drei einen Bericht über die Ermordung eines reichen französischen Kaufmannes in Blida. Des Mordes dringend verdächtig war ein armenischer Händler, welcher die Flucht ergriffen hatte und steckbrieflich verfolgt wurde. Die Beschreibung seiner Person stimmte in allen drei Journalen ganz wörtlich überein. Aus welchem Grunde hatte der Tote, welchem dieses Kamel gehörte, diese Blätter bei sich geführt? Ging ihn der Fall persönlich etwas an? War er ein Verwandter des Kaufmannes in Blida? War er der Mörder? Oder war er ein Polizist, der die Spur des Verbrechers verfolgt hatte? Ich nahm die Papiere an mich, wie ich auch den Ring an meinem Finger gesteckt hatte, und kehrte mit Halef zu der Leiche zurück. Über ihr schwebten beharrlich die Geier, welche sich nun nach unserer Entfernung auf das Kamel niederließen. »Was gedenkst du nun zu tun, Sidi?« frug der Diener. »Es bleibt uns nichts übrig, als den Mann zu begraben.« »Willst du ihn in die Erde scharren?« »Nein, dazu fehlen uns die Werkzeuge. Wir errichten einen Steinhaufen über ihm, so wird kein Tier zu ihm gelangen können.« »Und du meinst wirklich, dass er ein Giau ist?« »Er ist ein Christ.« »Es ist möglich, dass du dich dennoch irrst, Sidi. Er kann trotzdem auch ein Rechtgläubiger sein. Darum erlaube mir eine Bitte.« »Welche?« »Lass uns ihn so legen, dass er mit dem Gesichte nach Mekka blickt.« »Ich habe nichts dagegen, denn dann ist es zugleich nach Jerusalem gerichtet, wo der Weltheiland litt und starb. Greife an.« Es war ein trauriges Werk, welches wir in der tiefsten Einsamkeit vollendeten. Als der Steinhaufen, welcher den Unglücklichen bedeckte, so hoch war, dass seine Leiche vollständigen Schutz gegen die Tiere der Wüste gewährte, fügte ich noch so viel hinzu, dass er die Gestalt eines Kreuzes bekam und faltete dann die Hände, um ein Gebet zu sprechen. Als ich damit geendet hatte, wandte Halef sein Auge gegen Morgen, um mit der 112. Sure des Koran zu beginnen. »Im Namen des allbarmherzigen Gottes, sprich, Gott ist der einzige und ewige Gott. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt, und kein Wesen ist ihm gleich. Der Mensch liebt das dahineilende Leben und lässt er das Zukünftige unbeachtet. Deine Abreise aber ist gekommen, und nun wirst du hingetrieben zu deinem Herrn, der dich auferwecken wird zu neuem Leben.
Möge dann die Zahl deiner Sünden klein sein und die Zahl deiner guten Taten so groß wie der Sand, auf dem du einschläfst in der Wüste.« Nach diesen Worten bückte er sich nieder, um seine Hände, die er mit der Leiche verunreinigt hatte, mit dem Sande abzuwaschen. »So, Sidi, jetzt bin ich wieder Tahir, was die Kinder Israel koscher nennen, und darf wieder berühren, was rein und heilig ist. Was tun wir jetzt?« »Wir eilen den Mördern nach, um sie einzuholen.« »Willst du sie töten?« »Ich bin ihr Richter nicht. Ich werde mit ihnen sprechen und dann erfahren, warum sie ihn getötet haben. Dann weiß ich, was ich tun werde.« »Es können keine klugen Männer sein, sonst hätten sie nicht ein Hedjin getötet, welches mehr wert ist als ihre Pferde.« »Das Hedjin hätte sie vielleicht verraten. Hier siehst du ihre Spur. Vorwärts, sie sind 5 Stunden vor uns. Vielleicht treffen wir morgen auf sie, noch ehe sie Sedada erreichen.« Wir jagten trotz der drückenden Hitze und des schwierigen, felsigen Bodens mit einer Eile dahin, als ob es gelte, Gazellen einzuholen, und es war dabei ganz unmöglich, ein Gespräch zu führen. Diese Schweigsamkeit aber konnte mein guter Halef unmöglich lange aushalten. »Sidi«, rief er hinter mir, »Sidi, willst du mich verlassen?« Ich drehte mich nach ihm um. »Verlassen?« »Ja, meine Stute hat ältere Beine als dein Berberhengst.« Wirklich triefte die alte Hasifatschan-Stute bereits von Schweiß, und der Schaum flog in großen Flocken von dem Maule. »Aber wir können heute nicht wie gewöhnlich während der größten Hitze Rast machen, sondern wir müssen reiten bis zur Nacht, sonst holen wir die beiden, welche vor uns sind, nicht ein.« »Wer zu viel eilt, kommt auch nicht früher als der, welcher langsam reitet, Effendi. Denn, Anna Akbar, blicke da hinunter!« Wir befanden uns vor einem jähen Sturz des Wadi und sahen in der Entfernung von vielleicht einer Viertelwegstunde unter uns 2 Reiter, oder vielmehr 2 Männer an einer kleinen Saba sitzen, in welcher sich einiges brackiges Wasser erhalten hatte. Ihre Pferde knapperten an den dürren, stachligen Mimosen herum, welche in der Nähe standen. »Ah, sie sind es.« »Ja, Sidi, sie sind es. Auch ihnen ist es zu heiß gewesen, und sie haben beschlossen zu warten, bis die größte Glut vorüber ist.« »Oder sie haben sich verweilt, um die Beute zu teilen. Zurück, Halef, zurück, damit sie dich nicht bemerken. Wir werden das Wadi verlassen und ein wenig nach West reiten, um zu tun, als ob wir vom Schott Rasa kämen.« »Warum, Effendi?« »Sie sollen nicht ahnen, dass wir die Leiche des Ermordeten gefunden haben.« Unsere Pferde erklommen das Ufer des Wadi und wir ritten stracks nach Westen in die Wüste hinein. Dann schlugen wir einen Bogen und hielten auf die Stelle zu, an welcher sich die beiden befanden. Sie konnten uns nicht kommen sehen, da sie in der Tiefe des Wadi saßen, mussten uns aber hören, als wir demselben nahe gekommen waren. Wirklich hatten sie sich, als wir den Rand der Vertiefung erreichten, bereits erhoben und nach ihren Gewehren gegriffen. Ich tat natürlich, als sei ich ebenso überrascht wie sie selbst, hier in der Einsamkeit der Wüste so plötzlich auf Menschen zu treffen, hielt es jedoch nicht für nötig, nach meiner Büchse zu langen. »Salam alaikum«, rief ich, mein Pferd anhaltend zu ihnen hinab. »Alaikum«, antwortete der Ältere von ihnen. »Wer seid ihr?« »Wir sind friedliche Reiter.« »Wo kommt ihr her?« »Von Westen.« »Und wo wollt ihr hin?« »Nach Sedada.« »Von welchem Stamme seid ihr?« Ich deutete auf Halef und antwortete, »Dieser hier stammt aus der Ebene Atma, und ich gehöre zu den Beni Saksa.« »Wer seid ihr?« »Wir sind von dem berühmten Stamme der Uelat Hamalek.« »Die Uelat Hamalek sind gute Reiter und tapfere Krieger. Wo kommt ihr her?« »Von Gafsa.« »Da habt ihr eine weite Reise hinter euch. Wohin wollt ihr?« »Nach Bir Sauedi, wo wir Freunde haben.« Beides, dass sie von Gafsa kamen und nach dem Brunnen Sauedi wollten, war eine Lüge, doch tat ich, als ob ich ihren Worten glaubte und frug, »Erlaubt ihr uns, bei euch zu rasten?« »Wir bleiben hier bis zum frühen Morgen«, lautete die Antwort, welche also für meine Frage weder ein Ja noch ein Nein enthielt. »Auch wir gedenken, bis zum Aufgang der nächsten Sonne hier auszuruhen. Ihr habt genug Wasser für uns alle und auch für unsere Pferde. Dürfen wir bei euch bleiben?« »Die Wüste gehört allen. Mach aber, du sollst uns willkommen sein.« Es war ihnen trotz dieses Bescheides leicht anzusehen, dass ihnen unser Gehen lieber gewesen wäre als unser Bleiben. Wir aber ließen unsere Pferde den Abhang hinunterklettern und stiegen an dem Wasser ab, wo wir sofort ungeniert Platz nahmen.
Die beiden Physiognomien, welche ich nun studieren konnte, waren keineswegs vertrauenerweckend. Der Ältere, welcher bisher das Wort geführt hatte, war lang und hager gebaut. Der Burmus hing ihm am Leibe wie an einer Vogelscheuche. Unter dem schmutzig-blauen Turban blickten zwei kleine stechende Augen unheimlich hervor. Über den schmalen, blutleeren Lippen fristete ein dünner Bart sein kümmerliches Dasein. Das spitze Kinn zeigte eine auffallende Neigung, nach oben zu steigen, und die Nase, ja, die Nase erinnerte mich lebhaft an die Geier, welche ich vor kurzer Zeit von der Leiche des Ermordeten vertrieben hatte. Das war keine Adler- und auch keine Habichtsnase. Sie hatte wirklich die Form eines Geierschnabels. Der andere war ein junger Mann von auffallender Schönheit, aber die Leidenschaften hatten sein Auge umflort, seine Nerven entkräftet und seine Stirn und Wangen zu früh gefurcht. Man konnte unmöglich Vertrauen zu ihm haben. Der Ältere sprach das Arabische mit jenem Akzente, wie man es am Euphrat spricht, und der Jüngere ließ mich vermuten, dass er kein Orientale, sondern ein Europäer sei. Ihre Pferde, welche in der Nähe standen, waren schlecht und sichtlich abgetrieben. Ihre Kleidung hatte ein sehr mitgenommenes Aussehen, aber ihre Waffen waren ausgezeichnet. Da, wo sie vorhin gesessen, lagen verschiedene Gegenstände, welche sonst in der Wüste selten sind und wohl nur deshalb liegen geblieben waren, weil die beiden keine Zeit gefunden hatten, sie zu verbergen. Ein seidenes Taschentuch, eine goldene Uhr nebst Kette, ein Kompass, ein prachtvoller Revolver und ein in Marokkin gebundenes Taschenbuch. Ich tat, als ob ich diese Gegenstände gar nicht bemerkt hätte, nahm aus der Satteltasche eine Handvoll Datteln und begann dieselben mit gleichgültiger und zufriedener Miene zu verzehren. »Was wollt ihr denn, Sedada?« frug mich der Lange. »Nichts, wir gehen weiter.« »Wohin?« »Über den Schotscherit nach Fetnasan Kebili.« Ein unbewachter Blick, den er auf seinen Gefährten warf, sagte mir, dass ihr Weg der nämliche sei. Dann frug er weiter. »Hast du Geschäfte in Fetnasan Kebili?« »Ja.« »Du willst deine Herden dort verkaufen?« »Nein.« »Oder deine Sklaven?« »Nein.« »Oder vielleicht die Waren, die du aus dem Sudan kommen lassest?« »Nein.« »Was sonst?« »Nichts. Ein Sohn meines Stammes treibt mit Fetnasa keinen Handel.« »Oder willst du dir ein Weib dort holen?« Ich improvisierte eine sehr zornige Miene. »Weißt du nicht, dass es eine Beleidigung ist, zu einem Manne von seinem Weibe zu sprechen? Oder bist du ein Giauer, dass du dieses nicht erfahren hast?« Wahrhaftig, der Mann erschrak förmlich, und ich begann infolgedessen die Vermutung zu hegen, dass ich mit meinen Worten das Richtige getroffen hatte. Er hatte ganz und gar nicht die Physiognomie eines Beduinen. Gesichter wie das seinige waren mir vielmehr bei Männern von armenischer Herkunft aufgefallen und... Ja, war es nicht ein armenischer Händler, der den Kaufmann in Blida ermordet hatte und dessen Steckbrief ich in der Tasche trug? Ich hatte mir nicht die Zeit genommen, den Steckbrief, wenigstens das Signalement, aufmerksam durchzulesen. Während mir diese Gedanken blitzschnell durch den Kopf gingen, fiel mein Blick nochmals auf den Revolver. An seinem Griff befand sich eine silberne Platte, in welcher ein Name eingraviert war. Erlaube mir. Zu gleicher Zeit mit dieser Bitte griff ich nach der Waffe und las... Paul Ganingré, Marseille. Das war ganz sicher nicht der Name der Fabrik, sondern des Besitzers. Ich verriet aber mein Interesse durch keine Miene, sondern frug leicht hin. Was ist das für eine Waffe? Ein Drehgewehr. Magst du mir zeigen, wie man mit ihm schießt? Er erklärte es mir. Ich hörte ihm sehr aufmerksam zu und meinte dann, du bist kein Urla Tamelek, sondern ein Giauer. Warum? Siehe, dass ich recht geraten habe. Wärest du ein Sohn des Propheten, so würdest du mich niederschießen, weil ich dich einen Giauer nannte. Nur die Ungläubigen haben Drehgewehre. Wie soll diese Waffe in die Hände eines Uelat Hamalak gekommen sein? Ist sie ein Geschenk? Nein. So hast du sie gekauft? Nein. Dann war sie eine Beute. Ja. Von wem? Von einem Franken. Mit dem du kämpftest? »Ja.« »Wo?« »Auf dem Schlachtfelde.« »Auf welchem?« »Bei El Guerrara.« »Du lügst.« Jetzt riss ihm doch endlich die Geduld. Er erhob sich und griff nach dem Revolver. »Was sagst du? Ich lüge? Soll ich dich niederschießen, wie?« Ich fiel ihm in die Rede.
Wie den Franken da oben im Wadi Trafaui? Die Hand, welche den Revolver hielt, sank wieder nieder, und eine fahle Blässe bedeckte das Gesicht des Mannes. Doch raffte er sich zusammen und frug drohend, »Was meinst du mit diesen Worten?« Ich langte in meine Tasche, zog die Zeitungen heraus und hatte einen Blick in die Blätter, um den Namen des Mörders zu finden. »Ich meine, dass du ganz gewiss kein Uelat Hamalek bist. Dein Name ist mir sehr bekannt. Er lautet Hamd il-Amasat.« Jetzt fuhr er zurück und streckte beide Hände wie zur Abwehr gegen mich aus. »Woher kennst du mich?« »Ich kenne dich, das ist genug.« »Nein, du kennst mich nicht. Ich heiße nicht so, wie du sagtest. Ich bin ein Uelat Hamalek, und wer das nicht glaubt, den schieße ich nieder.« »Wem gehören diese Sachen?« »Mir.« Ich ergriff das Taschentuch. Es war mit PG gezeichnet. Ich öffnete die Uhr und fand in der Innenseite des Deckels ganz dieselben Buchstaben eingraviert. »Woher hast du sie?« »Was geht es dich an? Lege sie von dir.« Anstatt ihm zu gehorchen, öffnete ich auch das Notizbuch. Auf dem ersten Blatt desselben las ich den Namen Paul Gallingré. Der Inhalt aber war stenografiert und ich kann Stenografie nicht lesen. »Weg mit dem Buche, sag ich dir!« Mit diesen Worten schlug er mir dasselbe aus der Hand, so dass es in die Lache flog. Ich erhob mich, um den Versuch zu machen, es zu retten, fand aber jetzt den doppelten Widerstand, dass sich nun auch der jüngere der beiden Männer zwischen mich und das Wasser stellte. Aleph hatte dem Wortwechsel bisher scheinbar gleichgültig zugehört, aber ich sah, dass sein Finger an dem Drücker seiner langen Flinte lag. Es bedurfte nur eines Winkes von mir, um ihn zum Schusse zu bringen. Ich bückte mich, um auch den Kompass noch aufzunehmen. »Halt, das ist mein. Gib die Sachen heraus.« Er fasste meinen Arm, um seinen Worten Nachdruck zu geben. Ich aber sagte so ruhig wie möglich, »Setze dich wieder nieder. Ich habe mit dir zu reden.« »Ich habe mit dir nichts zu schaffen.« »Aber ich mit dir. Setze dich, wenn ich dich nicht niederschießen soll.« Diese Drohung schien doch nicht ganz unwirksam zu sein. Er ließ sich wieder zur Erde nieder, und ich tat ganz dasselbe. Dann zog ich meinen Revolver und begann. »Siehe, dass auch ich ein solches Drehgewehr habe. Lege das deinige weg, sonst geht das meinige los.« Er legte die Waffe langsam neben sich hin aus der Hand, hielt sich aber zum augenblicklichen Griffe bereit. »Du bist kein Uelat Hamalek.« »Ich bin einer.« »Du kommst nicht von Gafsa.« »Ich komme von dort.« »Wie lange Zeit reitest du bereits im Wadi Tafaui?« »Was geht es dich an?« »Es geht mich sehr viel an. Da oben liegt die Leiche eines Mannes, den du ermordet hast.« Ein böser Zug durchzuckte sein Gesicht. »Und wenn ich es getan hätte, was hättest du darüber zu sagen?« »Nicht viel, nur einige Worte.« »Welche?« »Wer war der Mann?« »Ich kenne ihn nicht.« »Warum hast du ihn und sein Kamel getötet?« »Weil es mir so gefiel.« »War er ein Rechtgläubiger?« »Nein, er war ein Giauer.« »Du hast genommen, was er bei sich trug?« »Sollte ich es bei ihm liegen lassen?« »Nein, denn du hattest es für mich aufzuheben.« »Für dich?« »Ja.« »Ich verstehe dich nicht.« »Du sollst mich verstehen. Der Tote war ein Giauer. Ich bin auch ein Giauer und werde sein Rächer sein.« »Sein Bluträcher?« »Nein. Wenn ich das wäre, so hättest du bereits aufgehört zu leben. Wir sind in der Wüste, wo kein Gesetz gilt als nur das des Stärkeren. Ich will nicht erproben, wer von uns der Stärkere ist. Ich übergebe dich der Rache Gottes, des Allwissenden, der alles sieht und keine Tat unvergolten lässt. Aber das eine sage ich dir, und das magst du dir wohl merken. Du gibst alles heraus, was du dem Toten abgenommen hast.« Er lächelte überlegen. »Meinst du wirklich, dass ich dieses tue?« »Ich meine es.« »So nimm dir, was du haben willst.« Er zuckte mit der Hand, um nach dem Revolver zu greifen. Schnell aber hielt ich ihm die Mündung des meinigen entgegen. »Halt, oder ich schieße.« Es war jedenfalls eine sehr eigentümliche Situation, in der ich mich befand. Glücklicherweise aber schien mein Gegner mehr Verschlagenheit als Mut zu besitzen. Er zog die Hand wieder zurück und schien unentschlossen zu werden. »Was willst du mit den Sachen tun?« »Ich werde sie den Verwandten des Toten zurückgeben.« Es war fast eine Art von Mitleid, mit der er mich jetzt fixierte. »Du lügst. Du wirst sie für dich behalten.« »Ich lüge nicht.« »Und was wirst du gegen mich unternehmen?« »Jetzt nichts, aber hüte dich, mir jemals wieder zu begegnen.
Du reitest wirklich von hier nach Sedada? Ja. Und wenn ich dir die Sachen gebe, wirst du mich und meinen Gefährten ungehindert nach dem Birsaoidi gehen lassen? Ja. Du versprichst es mir? Ja. Beschwöre es. Ein Gyao schwört nie. Sein Wort ist doch ohne Schwur die Wahrheit. Hier, nimm das Drehgewehr, die Uhr, den Kompass und das Tuch. Was hat er noch bei sich? Nichts. Er hatte Geld. Das werde ich behalten. Ich habe nichts dagegen, aber gib mir den Beutel oder die Börse, in der er sich befand. Du sollst sie haben. Er griff in seinen Gürtel und zog eine gestickte Perlenbörse hervor, die er leerte und mir dann entgegenreichte. Weiter hatte er nichts bei sich. Nein. Willst du mich aussuchen? Nein. So können wir gehen? Ja. Er schien sich jetzt doch leichter zu fühlen als vorhin. Sein Begleiter aber war ganz sicher ein furchtsamer Mensch, der sehr froh war, auf diese Weise davonzukommen. Sie nahmen ihre Habseligkeiten zusammen und bestiegen ihre Pferde. Salam alaikum, Friede sei mit euch. Ich antwortete nicht, und sie nahmen diese Unhöflichkeit sehr gleichgültig hin. In wenigen Augenblicken waren sie hinter dem Rande des Wadi-Ufers verschwunden. Hanef hatte bis jetzt kein einziges Wort gesprochen. Nun brach es ein Schweigen. Sidi. Was? Darf ich dir etwas sagen? Ja. Kennst du den Strauß? Ja. Weißt du, wie er ist? Nun? Dumm, sehr dumm. Weiter. Verzeihe mir, Effendi, aber du kommst mir noch schlimmer vor als der Strauß. Warum? Weil du diese Schurken laufen lässest. Ich kann sie nicht halten und auch nicht töten. Warum nicht? Hätten sie einen Rechtgläubigen ermordet, so kannst du dich darauf verlassen, dass ich sie zum Scheitern, zum Teufel geschickt hätte. Da es aber ein Giauer war, so ist es mir sehr gleichgültig, ob sie Strafe finden oder nicht. Du aber bist ein Christ und lässest die Mörder eines Christen entkommen. Wer sagte, dass sie entkommen werden? Sie sind ja bereits fort. Sie werden den Birsaoidi erreichen und von da nach dem Bila und El Ued gehen, um in der Arek zu verschwinden. Das werden sie nicht. Was sonst? Sie sagten ja, dass sie nach Birsaoidi gehen werden. Sie logen. Sie werden nach Sedada gehen. Wer sagt es dir? Meine Augen. Na Allah, segne deine Augen, mit denen du die Tapfen im Sande betrachtest. So wie du kann nur ein Ungläubiger handeln. Aber ich werde dich schon noch zum rechten Glauben bekehren. Darauf kannst du dich verlassen. Du magst nun wollen oder nicht. Dann nenne ich mich einen Pilger, ohne in Mekka gewesen zu sein. Sidi, du hast mir versprochen, das nicht zu sagen. Ja, solange du mich nicht bekehren willst. Du bist der Herr und ich muss es mir gefallen lassen. Aber was tun wir jetzt? Wir sorgen zunächst für unsere Sicherheit. Hier können wir leicht von einer Kugel getroffen werden. Wir müssen uns überzeugen, ob diese beiden Schurken auch wirklich fort sind. Ich erstieg den Rand der Schlucht und sah allerdings die zwei Reiter in bereits sehr großer Entfernung von uns auf Südwest zu halten. Halef war mir gefolgt. »Dort reiten Sie«, meinte er, »das ist die Richtung nach Birsaoidi.« »Wenn Sie sich weit genug entfernt haben, werden Sie sich nach Osten wenden.« »Sidi, dein Gehirn dünkt mir schwach. Wenn Sie dies täten, müssten Sie uns ja wieder in die Hände kommen.« Sie meinen, dass wir erst morgen aufbrechen und glauben, aus einem guten Vorsprung vor uns zu erlangen. Du rennst und wirst doch das Richtige nicht treffen. Meinst du? Sagte ich dir nicht da oben, dass eins ihrer Pferde den Hahnentritt habe? Ja, das sah ich, als sie davonritten. So würde ich auch jetzt recht haben, wenn ich sage, dass sie nach Sedada gehen. Warum folgen wir ihnen nicht sofort? Mir kämen ihnen sonst zuvor, da wir den geraden Weg haben. Dann würden sie auf unsere Spur stoßen und sich hüten, mit uns wieder zusammenzutreffen. Lass uns also wieder zum Wasser gehen und ruhen, bis es Zeit zum Aufbruch ist. Wir stiegen wieder hinab. Ich streckte mich auf meine am Boden ausgebreitete Decke aus, zog das Ende meines Turbans als Lischam über das Gesicht und schloss die Augen, nicht um zu schlafen, sondern um über unser letztes Abenteuer nachzudenken. Aber wer vermag es, in der fürchterlichen Glut der Sahara seine Gedanken längere Zeit mit einer an sich schon unklaren Sache zu beschäftigen? Ich schlummerte wirklich ein und mochte über 2 Stunden geschlafen haben, als ich wieder erwachte. Wir brachen auf. Das Wadi Tafawi mündet in den Schott Rasa,
Wir mussten es also nun verlassen, wenn wir nach Osten zu Sedada erreichen wollten. Nach Verlauf von vielleicht einer Stunde trafen wir auf die Spur zweier Pferde, welche von West nach Ost führte. »Nun, Halef, kennst du diese Eta, diese Fährte?« »Maschallah, du hattest recht, Sidi. Sie gehen nach Sedada.« Ich stieg ab und untersuchte die Eindrücke. »Sie sind erst von einer halben Stunde hier vorübergekommen. Lass uns langsamer reiten, sonst sehen sie uns hinter sich.« Die Ausläufer des Djebel Tafawi senkten sich allmählich in die Ebene hernieder, und als die Sonne unterging und nach kurzer Zeit der Mond emporstieg, sahen wir Sedada zu unseren Füßen liegen. »Reiten wir hinab?« »Nein, wir schlafen unter den Oliven, dort am Abhange des Berges.« Wir bogen ein wenig von unserer Richtung ab und fanden unter den Ölbäumen einen prächtigen Platz zum Biwak. Wir waren beide an das heulende Bellen des Schakal, an das Gekläffe des Fennek und an die tieferen Töne der schleichenden Hyäne gewöhnt und ließen uns von diesen nächtlichen Lauten nicht im Schlafe stören. Als wir erwachten, war es mein erstes, die gestrige Fährte wieder aufzusuchen. Ich war überzeugt, dass sie mir hier in der Nähe eines bewohnten Ortes nicht mehr von Nutzen sein werde, fand aber zu meiner Überraschung, dass sie nicht nach Sedada führte, sondern nach Südenburg. »Warum gingen sie nicht hernieder?« frug Halef. »Um sich nicht sehen zu lassen. Ein verfolgter Mörder muss vorsichtig sein.« »Aber wohin gehen sie denn?« »Jedenfalls nach Gries, um über den Schiri zu reiten. Dann haben sie Algerien hinter sich und sind in leidlicher Sicherheit.« »Wir sind doch bereits jetzt in Tunis. Die Grenze geht von Bir el-Kala zum Bir el-Tam über den Schott-Drasa.« »Das kann solchen Leuten noch nicht genügen. Ich wette, dass sie über Fissan nach Kufara gehen, und dann erst dort sind sie vollständig sicher.« »Sie sind doch hier bereits sicher, wenn sie einen Butcherul-Du des Sultans haben.« »Das würde ihnen, einem Konsul oder Polizeiagenten, gegenüber nicht viel nützen.« »Meinst du? Ich möchte es keinem raten, gegen das mächtige Güelgeda Padishanün zu sündigen.« »Du sprichst so, trotzdem du ein freier Araber sein willst.« »Ja, ich habe in Ägypten gesehen, was der Großherr vermag, aber in der Wüste fürchte ich ihn nicht. Werden wir jetzt nach Sedada gehen?« »Ja, um Datteln zu kaufen und einmal gutes Wasser zu trinken. Dann aber setzen wir den Weg fort.« »Nach Gries?« »Nach Gries.« Bereits eine Viertelstunde später hatten wir uns restauriert und folgten nun dem Reitwege, welcher von Sedada nach Gries führt. Zu unserer Linken glänzte die Fläche des Schotscheri zu uns herauf, ein Anblick, den ich vollständig auszukosten suchte. Die Sahara ist ein großes, noch immer nicht gelöstes Rätsel. Schon seit Virley de Aoust im Jahre 1845 besteht das Projekt, einen Teil der Wüste in ein Meer und dadurch die anliegenden Gebiete in ein fruchtbares Land zu verwandeln und so auch die Bewohner dieser Strecken dem Fortschritt der Zivilisation näher zu bringen. Ob aber dieses Projekt ausführbar und dann auch von den beabsichtigten Erfolgen gekrönt sein wird, darüber lässt sich noch immer streiten. Am Fuße des Südabhanges des Djebel Auris und der östlichen Fortsetzung dieser Bergmasse, also des Dre el Hawa, Djebel Tafawi, Djebel Situna und Djebel Hadifa, dehnt sich eine einheitliche, unübersehbare, hier und da leicht gewellte Ebene aus, deren tiefste Stellen mit Salzkrusten und Salzauswitterungen bedeckt sind, welche als Überreste einstiger großer Binnengewässer im algerischen Teile den Namen Schott und im tunesischen Teile den Namen Shoba oder Sebcha führen. Die Grenze dieses eigentümlichen und hochinteressanten Gebietes bilden im Westen die Ausläufer des Benim-Zab-Plateau, im Osten die Landenge von Gabis und im Süden die Dünenregion von Suf und Mzaua, nebst dem langgestreckten Djebel Tebaga. Vielleicht ist unter dieser Einsenkung der Golf von Triton zu verstehen, von welchem uns Herodot, der Vater der Geschichtsschreibung, berichtet. Außer einer großen Anzahl kleinerer Sümpfe, welche im Sommer ausgetrocknet sind, besteht dieses Gebiet aus drei größeren Sebdscha, nämlich, von West nach Ost verfolgt, aus dem Schotz Melrir, Rasa und Djerid, welch letztere auch El-Kebir genannt zu werden pflegt. Diese drei Becken bezeichnen eine Zone, deren westliche Hälfte tiefer liegt als das Mittelmeer bei Gabes zur Zeit der Ebbe. Die Einsenkung des Schottgebietes ist heutzutage zum größten Teil mit Sandmassen angefüllt, und nur in der Mitte der einzelnen Bassins hat sich eine ziemlich beträchtliche Wassermenge erhalten,
welche durch ihr Aussehen den arabischen Schriftstellern und Reisenden Veranlassung gab, sie bald mit einem Kampferteppich oder einer Kristalldecke, bald mit einer Silberplatte oder der Oberfläche geschmolzenen Metalls zu vergleichen. Dieses Aussehen erhalten die Schotts durch die Salzkruste, mit der sie bedeckt sind und deren Dicke sehr verschieden ist, so dass sie zwischen 10 und höchstens 20 Zentimeter variiert. Nur an einzelnen Stellen ist es möglich, sich ohne die eminenteste Lebensgefahr auf sie zu wagen. Wehe dem, der auch nur eine Handbreit von dem schmalen Pfade abweicht. Die Kruste gibt nach und der Abgrund verschlingt augenblicklich sein Opfer. Unmittelbar über dem Kopfe des Versinkenden schließt sich alsbald die Decke wieder. Die schmalen Furten, welche über die Salzdecke der Schotts führen, werden besonders in der Regenzeit höchst gefährlich, indem der Regen die vom Flugsande überdeckte Kruste bloßlegt und auswäscht. Das Wasser dieses Schotts ist grün und dickflüssig und bei weitem salziger als das des Meeres. Ein Versuch, die Tiefe des Abgrundes unter sich zu messen, würde des Terrains halber zu keinem Resultate führen. Doch darf wohl angenommen werden, dass keiner der Salzmoräste tiefer als 50 Meter ist. Die eigentliche Gefahr bei dem Einbrechen durch die Salzdecke ist bedingt durch die Massen eines flüssigen, beweglichen Sandes, welcher unter der 50 bis 80 Zentimeter tiefen, hellgrünen Wasserschicht schwimmt und ein Produkt der jahrtausendelangen Arbeit des Samums ist, der den Sand aus der Wüste in das Wasser trieb. Schon die ältesten arabischen Geographen wie Ibn Jubayr, Ibn Battuta, Obeidah el-Bekri, el-Ikhtari und Omar Ibn el-Wardi stimmen in der Gefährlichkeit dieser Schotts für die Reisenden überein. Der Dschirid verschlang schon Tausende von Kamelen und Menschen, welche in seiner Tiefe spurlos verschwanden. Im Jahre 1826 musste eine Karawane, welche aus mehr als 1000 Lastkamelen bestand, den Schott überschreiten. Ein unglücklicher Zufall brachte das Leitkamel, welches an der Spitze des Zuges schritt, vom schmalen Wege ab. Es verschwand im Abgrunde des Schott und ihm folgten alle anderen Tiere, welche rettungslos in der zähen, seifigen Masse verschwanden. Kaum war die Karawane verschwunden, so nahm die Salzdecke wieder ihre frühere Gestalt an, und nicht die kleinste Veränderung, das mindeste Anzeichen verriet den grässlichen Unglücksfall. Ein solches Vorkommen, das konnte unmöglich erscheinen, aber um es zu glauben, muss man sich nur vergegenwärtigen, dass jedes Kamel gewohnt ist, dem Voranschreitenden, mit dem es ja meist auch durch Stricke verbunden ist, blind und unbedingt zu folgen, und dass der Pfad über die Schotts oft so schmal ist, dass es einem Tiere oder gar einer Karawane ganz unmöglich wird, wieder umzukehren. Der Anblick dieser tückischen Flächen, unter denen der Tod lauert, erinnert an einzelne Stellen in den bläulich schillernden Spiegel geschmolzenen Bleis. Die Kruste ist zuweilen hart und durchsichtig wie Flaschenglas und klingt bei jedem Schritte wie der Boden der Solfatara in Neapel. Meist aber bildet sie eine weiche, breiige Masse, welche vollständig sicher zu sein scheint, aber doch nur so viel Festigkeit besitzt, um einen leichten Anflug von Sand zu tragen, bei jeder anderen Last aber unter derselben zu weichen, um sich über ihr wieder zu schließen. Den Führern dienen kleine auseinanderliegende Steine als Wegzeichen. Früher gab es auf dem Schott el-Kebir auch eingesteckte Palmenäste. Der Ast der Dattelbäume heißt Dschirid und diesem Umstande hat der Schott seinen zweiten Namen zu verdanken. Diese Steinhäufchen heißen Gmaya und auch sie fehlen an solchen Punkten, wo auf mehrere Meter Länge der Boden von einer den Pferden bis an die Brust reichenden Wasserfläche bedeckt wird. Die Kruste des Schotts bildet übrigens nicht etwa eine einheitliche flache Ebene, sondern sie zeigt im Gegenteil Wellen, welche selbst 30 Meter Höhe erreichen. Die Kämme dieser Bodenwellen bilden eben die Furten, welche von den Karawanen benutzt werden, und zwischen ihnen, in den tiefer liegenden Stellen, lauert das Verderben. Doch gerät schon bei einem mäßigen Winde die Salzdecke in eine schwingende Bewegung und lässt das Wasser aus einzelnen Öffnungen und Löchern mit der Macht einer Quelle hervorbrechen. Also diese freundlich glitzernde, aber trügerische Fläche lag zu unserer Linken, als wir den Weg nach Gries verfolgten, von wo aus eine Furt über den Schott nach Fetnasse auf der gegenüberliegenden Halbinsel des Nizfauna führt. Aleph steckte die Hand aus und deutete hinab. »Siehst du den Schott, Sidi?« »Ja.« »Bist du schon einmal über einen Schott geritten?« »Nein.« »So, danke Allah, denn vielleicht wärst du sonst bereits zu deinen Vätern versammelt. Und wir wollen wirklich hinüber?« »Allerdings.« »Bismillah, in Gottes Namen.
Mein Freund Sadek wird wohl noch am Leben sein.« »Wer ist das?« »Mein Bruder Sadek ist der berühmteste Führer über den Schadscherit. Er hat noch niemals einen falschen Schritt getan. Er gehört zum Stamme der Merasik und ward geboren von seiner Mutter in Muihabet, lebt aber mit seinem Sohne, der ein wackerer Krieger ist, in Kris. Er kennt den Schott wie kein Zweiter, und der ist es ganz allein, dem ich dich anvertrauen möchte, Sidi. Reiten wir direkt nach Kris?« »Wie weit haben wir noch bis hin?« »Ein kleines über eine Stunde.« »So biegen wir jetzt ab gegen West. Wir müssen sehen, ob wir eine Spur der Mörder finden.« »Du meinst wirklich, dass sie auch nach Kris gegangen sind?« »Auch sie haben jedenfalls im Freien ihr Lager gehalten und werden bereits vor uns sein, um über den Schrott zu gehen.« Wir verließen den bisherigen Weg und hielten grad nach West. In der Nähe des Pfades fanden wir viele Spuren, welche wir zu durchschneiden hatten. Dann aber wurden sie weniger zahlreich und hörten endlich ganz auf. Da schließlich, wo der Reitpfad nach Elhamar führt, erblickte ich die Fährte zweier Pferde im Sande, und nachdem ich sie gehörig geprüft hatte, gelangte ich zu der Überzeugung, dass es die Gesuchte sei. Wir folgten ihr bis in die Nähe von Kris, wo sie sich im breiten Wege verlor. Ich hatte also die Gewissheit, dass sich die Mörder hier befanden. Aleph war nachdenklich geworden. »Sinni, soll ich dir etwas sagen?« meinte er. »Sage es.« »Es ist doch gut, wenn man im Sande lesen kann.« »Es freut mich, dass du zur Erkenntnis kommst. Doch da ist Kris. Wo ist die Wohnung deines Freundes Sadek?« »Folge mir.« Er ritt um den Ort, der aus einigen unter Palmen liegenden Zelten und Hütten bestand, herum, bis zu einer Gruppe von Mandelbäumen, in deren Schutz eine breite, niedere Hütte lag, aus der bei unserem Anblick ein Araber trat und meinen kleinen Haleh freudig entgegeneilte. »Sadek, mein Bruder, du Liebling des Kalifen!« »Haleh, mein Freund, du Gesegneter des Propheten!« Sie lagen einander in den Armen und herzten sich wie ein Liebespaar. Dann aber wandte sich der Araber zu mir. »Verzeihe, dass ich dich vergaß. Trete dein in mein Haus, es ist das Eurige.« Wir folgten seinem Wunsche. Er war allein und präsentierte uns allerhand Erfrischungen, denen wir fleißig zusprachen. Jetzt glaubte Haleh die Zeit gekommen, mich seinem Freunde vorzustellen. »Das ist Karaben Nemsi, ein großer Taleb aus dem Abendlande, der mit den Vögeln redet und im Sande lesen kann. Wir haben schon viele große Taten vollbracht. Ich bin sein Freund und Diener und soll ihm zum wahren Glauben bekehren.« Der brave Mensch hatte mich einmal nach meinem Namen gefragt und wirklich das Wort Karl im Gedächtnis behalten. Da er es aber nicht auszusprechen vermochte, so machte er rasch entschlossen ein Kara daraus und setzte Ben Nemsi, Nachkomme der Deutschen, hinzu. Wo ich mit den Vögeln geredet hatte, konnte ich mich leider nicht entsinnen. Jedenfalls sollte mich diese Behauptung ebenbürtig an die Seite des weißen Salomo stellen, der ja auch die Gabe gehabt haben soll, mit den Tieren zu sprechen. Auch von den großen Taten, die wir vollbracht haben sollten, wusste ich weiter nichts, als dass ich einmal im Gestrüpp hängen geblieben und dabei gemächlich von meinem kleinen Berbergaule gerutscht war, der diese Gelegenheit dann benutzte, einmal mit mir Haschens zu spielen. Der Glanzpunkt der haleffschen Diplomatik war nun allerdings die Behauptung, dass ich mich von ihm bekehren lassen wolle. Er verdiente dafür eine Zurechtweisung. Daher frug ich Sadek, »Kennst du den ganzen Namen deines Freundes Haleh?« »Ja.« »Wie lautet er?« »Er lautet Haji Haleh Omar.« »Das ist nicht genug. Er lautet Haji Haleh Omar ben Haji Abul Abbas ibn Haji Dawud al-Gusara. Du hörst also, dass er zu einer frommen, verdienstvollen Familie gehört, deren Glieder alle Hadschi waren, obgleich...« »Sidi«, unterbrach mich Haleh mit einer ganz unbeschreiblichen Pantomime des Schreckens, »sprich nicht von den Verdiensten deines Dieners. Du weißt, dass ich dir stets gern gehorchen werde.« »Ich hoffe es, Haleh. Du sollst nicht von dir und mir sprechen. Frage lieber deinen Freund Sadek, wo sich sein Sohn befindet, von dem du mir gesagt hast.« »Hat er wirklich von ihm gesprochen, Effendi?« frug der Araber. »Allah segne dich, Haleh, dass du die Jahre gedenkst, die dich lieben. Oma ibn Sadek, mein Sohn, ist über den Schott nach Seftimi gegangen und wird noch heute wiederkehren.« »Auch wir wollen über den Schott und du sollst uns führen«, meinte Haleh. »Ja, wann?« »Noch heute.« »Wohin, Sidi?« »Nach Fetnassar. Wie ist der Weg hinüber?«
»Gefährlich, sehr gefährlich. Es gibt nur zwei wirklich sichere Wege hinüber an das jenseitige Ufer, nämlich El Toseria zwischen Tosa und Fetnassa und Es Suida zwischen Nefta und Sarsin. Der Weg von hier nach Fetnassa aber ist der allerschlimmste, und nur zwei gibt es, die ihn genau kennen. Das bin ich und Arfan Rakedim hier in Gries.« »Kennt dein Sohn den Weg nicht auch?« »Ja, aber allein ist er ihn noch nicht gegangen. Desto besser aber kennt er die Strecke nach Seftimi.« »Diese fällt wohl einige Zeit lang zusammen mit der nach Fetnassa?« »Über zwei Drittteile, Sidi.« »Wenn wir am Mittag aufbrechen, bis wann sind wir in Fetnassa?« »Vor Anbruch des Morgens, wenn deine Tiere gut sind.« »Du gehst auch während der Nacht über den Schott?« »Wenn der Mond leuchtet, ja. Ist es aber dunkel, so übernachtet man auf dem Schott. Und zwar da, wo das Salz so dick ist, dass es das Lager tragen kann.« »Willst du uns führen?« »Ja, Effendi. So lass uns zunächst den Schott besehen.« »Du hast noch keinen Schott überschritten?« »Nein.« »So komm, so sollst den Sumpf des Todes sehen, den Ort des Verderbens, das Meer des Schweigens, über welches ich dich hinwegführen werde mit sicherem Schritte.« Wir verließen die Hütte und wandten uns nach Osten. Nachdem wir einen breiten, sumpfigen Rand überschritten hatten, gelangten wir an das eigentliche Ufer des Schott, dessen Wasser vor der Salzkruste, die es deckte, nicht zu sehen war. Ich stach mit meinem Messer hindurch und fand das Salz 14 Zentimeter dick. Dabei war es so hart, dass es einen mittelstarken Mann zu tragen vermochte. Es wurde verhüllt von einer dünnen Lage von Flugsand, welche an vielen Stellen weggeweht war, die dann in bläulich-weißem Schimmer erglänzten. Noch während ich mit dieser Untersuchung beschäftigt war, ertönte hinter uns eine Stimme. »Salam alaikum, Friede sei mit euch!« Ich wandte mich um. Vor uns stand ein schlanker, krummbeiniger Beduine, dem irgendeine Krankheit oder wohl auch ein Schuss die Nase weggenommen hatte. »Alaikum«, antwortete Sadek, »was tut mein Bruder Afam Rakedimia im Schott? Er trägt die Reisekleider. Will er fremde Wanderer über die Sauer führen?« »So ist es«, antwortete der Gefragte. »Zwei Männer sind es, die gleich kommen werden.« »Wohin wollen sie?« »Nach Fetnassa.« Nun deutete er auf mich und Talef und fragte, »Wollen diese zwei Fremdlinge auch über den See?« »Ja.« »Wohin?« »Auch nach Fetnassa.« »Und du sollst sie führen?« »Du erreizt es.« »So können sie gleich mit mir gehen, dann ersparst du dir die Mühe.« »Es sind Freunde, die mir keine Mühe machen werden.« »Ich weiß es, du bist geizig und gönnst mir nichts. Hast du mir nicht stets die reichsten Reisenden weggefangen?« »Ich fange keinen weg. Ich führe nur die Leute, welche freiwillig zu mir kommen.« »Warum ist Oma, dein Sohn, Führer nach Seftimi geworden? Ihr nehmt mir mit Gewalt das Brot hinweg, damit ich verhungern soll. Allah aber wird euch strafen und eure Schritte so lenken, dass euch der Schott verschlingen wird.« Es mochte es sein, dass die Konkurrenz hier eine Feindschaft entwickelt hatte, aber dieser Mann besaß überhaupt keine guten Augen, und so viel war sicher, dass ich mich ihm nicht gerne anvertraut hätte. Er wandte sich von uns und schritt am Ufer hin, wo in einiger Entfernung zwei Reiter erschienen, welche er führen sollte. »Sidi«, rief Halef, »kennst du sie?« »Ich kenne sie.« »Wollen wir sie ruhig ziehen lassen?« Er hob bereits das Gewehr zum Schusse empor. Ich hinderte ihn daran. »Lass, sie werden uns nicht entgehen.« »Wer sind diese Männer?« frug unser Führer. »Mörder«, antwortete Halef. »Haben sie jemand aus deiner Familie oder aus deinem Stamme getötet?« »Nein.« »Hast du über Blut mit ihnen zu richten?« »Nein.« »So lass sie ruhig ziehen. Es taugt nicht, sich in fremde Händel zu mischen.« Der Mann sprach wie ein echter Beduine. Er hielt es nicht einmal für nötig, die Männer, welche ihm als Mörder geschildert worden waren, mit einem Blick zu betrachten. Auch sie hatten uns bemerkt und erkannt. Ich sah, wie sie sich beeilten, auf die Salzdecke zu kommen. Als dies geschehen war, hörten wir ein verächtliches Lachen, mit welchem sie uns den Rücken kehrten. Wir gingen in die Hütte zurück, ruhten noch bis Mittag aus, versahen uns dann mit dem nötigen Proviant und traten die gefährliche Wanderung an. Ich habe auf fremden, unbekannten Strömen zur Winterszeit mit Schneeschuhen meilenweite Strecken zurückgelegt und musste jeden Augenblick gewärtig sein, einzubrechen, habe aber dabei niemals die Empfindung wahrgenommen, welche mich beschlich, als ich jetzt den heimtückischen Schott betrat. Es war nicht etwa Furcht oder Angst, sondern es mochte ungefähr das Gefühl eines Seiltänzers sein, der nicht genau weiß, ob das Tau, welches ihn trägt, auch gehörig befestigt worden ist.
statt des Eises eine Salzdecke, das war mir mehr als neu. Der eigentümliche Klang, die Farbe, die Kristallisation dieser Kruste, das alles erschien mir zu fremd, als dass ich mich hätte sicher fühlen können. Ich prüfte bei jedem Schritt und suchte nach sicheren Merkmalen für die Festigkeit unseres Fußbodens. Stellenweise war derselbe so hart und glatt, dass man hätte Schlittschuhe benutzen können. Dann aber hatte er wieder das schmutzige, lockere Gefüge von niedergetautem Schnee und vermochte nicht, die geringste Last zu tragen. Erst nachdem ich mich über das so Ungewohnte einigermaßen orientiert hatte, stieg ich zu Pferde, um mich zunächst dem Führer auch zugleich auf den Instinkt meines Tieres zu verlassen. Der kleine Hengst schien gar nicht zum ersten Mal einen solchen Weg zu machen. Er trabte, wo Sicherheit vorhanden war, höchst wohlgemut darauf los und zeigte dann, wenn sein Vertrauen erschüttert war, eine ganz vorzügliche Liebhaberei für die besten Stellen des oft kaum fußbreiten Pfades. Er legte dann die Ohren vor oder hinter, beschnupperte den Boden, schnaubte zweifelnd oder überlegend und trieb die Vorsicht einige Male so weit, eine zweifelhafte Stelle erst durch einige Schläge mit den Vorderhufen zu prüfen. Der Führer schritt voran. Ich folgte ihm und hinter mir ritt Halef. Der Weg nahm unsere Aufmerksamkeit so in Anspruch, dass nur wenig gesprochen wurde. So waren wir bereits über 3 Stunden unterwegs, als sich Sadek zu mir wandte. »Nimm dich in Acht, Sidi. Jetzt kommt die schlimmste Stelle des ganzen Weges.« »Warum schlimm?« »Der Pfad geht oft durch hohes Wasser und ist dabei auf eine lange Strecke so schmal, dass man ihn mit 2 Händen bedecken kann.« »Bleibt der Boden stark genug?« »Ich weiß es nicht genau. Die Stärke unterliegt oft großen Veränderungen.« »So werde ich absteigen, um die Last zu halbieren.« »Sidi, tue es nicht. Dein Pferd geht sicherer als du.« Hier war der Führer Herr und Meister. Ich gehorchte ihm also und blieb sitzen. Doch noch heute denke ich mit Schaudern an die 10 Minuten, welche nun folgten. 10 Minuten nur, aber unter solchen Verhältnissen sind sie eine Ewigkeit. Wir hatten ein Terrain erreicht, auf welchem Tal und Hügel wechselte. Die wellenförmigen Erhebungen bestanden zwar aus hartem, haltbarem Salze, die Talmulden aber aus einer zähen, breiartigen Masse, in welcher sich nur einzelne schmale Punkte befanden, auf denen Mensch und Tier nur unter höchster Aufmerksamkeit und mit der größten Gefahr zu fußen vermochten. Und dabei ging mir, trotzdem ich auf dem Pferde saß, das grüne Wasser oft bis an die Oberschenkel heran, so dass die Stellen, auf denen man fußen konnte, erst unter der Flut gesucht werden mussten. Dabei war das Allerschlimmste, dass der Führer und dann wieder auch die Tiere diese Stellen erst suchen und dann probieren mussten, ehe sie sich mit dem ganzen Gewichte darauf wagen konnten. Doch war dieser Halt so gering, so trügerisch und verräterisch, dass man keinen Augenblick zu lange darauf verweilen durfte, wenn man nicht versinken wollte. Es war fürchterlich. Jetzt kamen wir an eine Stelle, welche uns wohl auf 20 Meter Länge kaum einen 10 Zoll breiten, halbwegs zuverlässigen Pfad bot. »Sidi, aufgepasst! Wir stehen mitten im Tode!« rief der Führer. Er wandte sich während des Forttastens mit dem Gesichte nach Morgen und betete mit lauter Stimme die heilige Fatscha. »Im Namen des allbarmherzigen Gottes, Lob und Preis Gott dem Weltenherrn, dem Allerbarmer, der da herrscht am Tage des Gerichtes. Dir wollen wir dienen und zu dir wollen wir flehen, auf dass du uns hörest den rechten Weg, den Weg derer, die deiner Gnade sich freuen und nicht den Weg derer, über welche...« Alle war hinter mir in das Gebet eingefallen. Plötzlich aber verstummten beide zu gleicher Zeit. Zwischen den 2 nächsten Wellenhügeln hervor fiel ein Schuss. Der Führer warf beide Arme empor, stieß einen unartikulierten Schrei aus, trat fehl und war im nächsten Augenblick unter der Salzdecke verschwunden, die sich sofort wieder über ihm schloss. In solchen Augenblicken erhält der menschliche Geist eine Spannkraft, welche ihm eine ganze Reihe von Schlüssen, zu denen sonst Viertelstunden oder gar Stunden gehören, mit der Schnelligkeit des Blitzes und tageshellen Deutlichkeit zum Bewusstsein bringt. Noch war der Schuss nicht verhallt und der Führer nicht ganz versunken, so wusste ich bereits alles. Die beiden Mörder wollten ihren Ankläger verderben. Sie hatten ihren Führer umso leichter gewonnen, als derselbe auf den unsrigen eifersüchtig war. Sie brauchten uns gar keinen Leid anzutun. Wenn sie unseren Führer töteten, waren wir unbedingt verloren. Sie lauerten also hier bei der gefährlichsten Stelle des ganzen Weges und schossen Sadek nieder. Nun brauchten sie nur zuzusehen, wie wir versanken. Dass Sadek von der Kugel in den Kopf getroffen war, merkte ich trotz der Schnelligkeit, mit der alles geschah.
Hat sie die durchfahrende Kugel auch mein Pferd gestreift, oder war es der Schreck über den Schuss? Der kleine Berberhengst zuckte heftig zusammen, verlor hinten den Halt und brach ein. »Sidi«, brüllte hinter mir Halef in unbeschreiblicher Angst. Ich war verloren, wenn mich nicht eins rettete. Noch während das Pferd im Versinken war und sich mit den Vorderhufen vergeblich anzuklammern suchte, stützte ich die beiden Hände auf den Sattelknopf, warf die Beine hinten in die Luft empor und schlug eine Volta über den Kopf des armen Pferdes hinweg, welches durch den hierbei ausgeübten Druck augenblicklich unter den Salzboden gedrückt wurde. In dem Augenblick, währenddessen ich durch die Luft flog, hat Gott das inbrünstigste Gebet meines ganzen Lebens gehört. Nicht lange Worte und viele Minuten gehören zum Gebete. Wenn man zwischen Leben und Tod hindurch liegt, gibt es keine Worte und keine Zeit zu messen. Ich bekam festen Boden, er wich aber augenblicklich unter mir. Halb schon im Versinken fußte ich wieder und raffte mich empor. Ich sank und erhob mich, ich strauchelte, ich trat fehl, ich fand dennoch Grund. Ich wurde hinabgerissen und kam dennoch vorwärts und ging dennoch nicht runter. Ich hörte nichts mehr, ich fühlte nichts mehr, ich sah nichts mehr als nur die drei Männer dort an der Salzwelle, von denen zwei mit angeschlagenem Gewehre mich erwarteten. Da endlich hatte ich festen Boden unter den Füßen, festen, breiten Boden, zwar auch nur Salz, aber es trug mich sicher. Zwei Schüsse krachten. Gott wollte, dass ich noch leben sollte. Ich war gestolpert und niedergestürzt. Die Kugeln pfiffen an mir vorüber. Ich trug mein Gewehr noch auf dem Rücken. Es war ein Wunder, dass ich es nicht verloren hatte. Aber ich dachte jetzt gar nicht an die Büchse, sondern warf mich gleich mit geballten Fäusten auf die Schurken. Sie erwarteten mich nicht einmal. Der Führer floh. Der ältere der beiden wusste, dass er ohne Führer verloren sei und folgte ihm augenblicklich. Ich fasste nur den Jüngeren. Er riss sich los und sprang davon. Ich blieb hart hinter ihm. Ihm blendete die Angst und mir der Zorn die Augen. Wir achteten nicht darauf, wohin uns unser Lauf führte. Er stieß einen entsetzlichen, heiseren Schrei aus und ich warf mich sofort zurück. Er verschwand unter dem salzigen Gischt und ich stand kaum 30 Zoll vor seinem heimtückischen Grabe. Da ertönte hinter mir ein angstvoller Ruf. »Sidi, Hilfe, Hilfe!« Ich wandte mich um. Gerade an der Stelle, wo ich festen Fuß gefasst hatte, kämpfte Halef um sein Leben. Er war zwar eingebrochen, hielt sich aber an der dort zum Glück sehr starken Salzkruste noch fest. Ich sprang hinzu, riss die Büchse herab und hielt sie ihm entgegen, indem ich mich platt niederlegte. »Fasse den Riemen!« »Ich habe ihn, Sidi! Oh, Allah, ila Allah!« »Wirf die Beine empor! Ich kann nicht ganz hin zu dir! Halt aber fest!« Er wandte seine letzte Kraft an, um seinen Körper in die Höhe zu schnallen. Ich zog zu gleicher Zeit scharf an, und es gelang. Er lag auf der sicheren Decke des Sumpfes. Kaum hatte er Atem geschöpft, so erhob er sich auf die Knie und betete die 64. Sure. »Alles, was im Himmel und auf Erden ist, preiset Gott. Sein ist das Reich und ihm gebührt das Lob, denn er ist aller Dinge mächtig.« Er, der Muselmann, betete. Ich aber, der Christ, ich konnte nicht beten. Ich konnte keine Worte finden, wie ich aufrichtig gestehe. Hinter mir lag die fürchterliche Salzfläche so ruhig, so bewegungslos, so gleißend, und doch hatte sie unsere beiden Tiere, und doch hatte sie unseren Führer verschlungen, und vor uns sah ich den Mörder entkommen, der dies alles verschuldet hatte. Jede Faser zuckte in mir, und es dauerte eine geraume Weile, bis ich wieder ruhig wurde. »Sidi, bist du verwundet?« »Nein, aber Mensch, auf welche Weise hast du dich gerettet?« »Ich sprang vom Pferde, grad wie du, Effendi, und weiter weiß ich nichts. Ich konnte erst dann wieder denken, als ich dort am Rande hing. Aber wir sind nun dennoch verloren.« »Warum?« »Wir haben keinen Führer. Oh, Sadik, Freund meiner Seele, dein Geist wird mir verzeihen, dass ich schuld an deinem Tode bin. Aber ich werde dich rächen, das schwöre ich dir bei dem Bart des Propheten. Rächen werde ich dich, wenn ich nicht hier verderbe.« »Du wirst nicht verderben, Halef.« »Wir werden verderben, wir werden verhungern und verdursten.« »Wir werden einen Führer haben.« »Wen?« »Oma, den Sohn Sadeks.« »Wie soll er uns hier finden?« »Hast du nicht gehört, dass er nach Septimi gegangen ist und heute wieder zurückkehren wird?« »Er wird uns dennoch nicht finden.« »Er wird uns finden.« »Sagte nicht Sadek, dass der Weg nach Septimi und der nach Fitnasse auf zwei Drittteile ganz derselbe sei?« »Effendi, du gibst mir neue Hoffnung und neues Leben. Ja, wir werden warten, bis Oma hier vorüberkommt.«
Für ihn ist es ein Glück, wenn er uns findet. Er würde hier hinter uns untergehen, da der frühere Pfad versunken ist, ohne dass er es weiß. Wir lagerten uns nebeneinander am Boden nieder. Die Sonne brannte so heiß, dass unsere Kleider in wenigen Minuten getrocknet und mit einer salzigen Kruste überzogen wurden, soweit sie nass gewesen waren.